Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Schwarze Auge Memoria, wo wir uns jetzt endlich frei hier im Tempel bewegen dürfen, glaube ich zumindest. Ich würde sagen, wir gucken mal. Oh, hier gibt es eine dunkle Ecke. Okay, da gehen wir als erstes hin. So. Und? Ich höre ein Flüstern, als ob etwas Böses darin wohnt. Vielleicht sind da noch mehr Geister drin. Was ist das? In der Mitte der Finsternis steht ein Podest. Und darauf fühlt sich an wie eine Lampe. Ich nehme sie mit. Okay. Oh, wow. Okay. Kam die Finsternis etwa aus der Lampe? Wir haben eine Finsternislampe. Ich bin nicht sicher, ob es okay ist, dass wir hier einfach irgendwelche mächtigen Artefakte mitnehmen, aber wird schon passen. Hier die Drachen. Übrigens, ich will mal erwähnen, die Feste wurde ja angeblich von Drachen gebaut, aber, okay, wie sage ich das jetzt? Anatomisch sehen die Drachen nicht so aus wie so Handwerker. Wisst ihr, was ich meine? Also ich frage mich, wie das funktioniert. Ob Drachen irgendwie magisch sind, ob die mit Menschen kommunizieren können, können die reden? Wie sieht's aus? Weil die laufen ja auf vier Beinen. Und die meisten, die auf vier Beinen laufen, ne? Also irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mir nicht so richtig, ich weiß nicht so genau, was ich mir darunter vorstellen soll. Also waren da die Drachen so da, einer hatte so einen Plan in der Hand, alle so Bauhelme und haben so die Steine geschichtet? Oder ist es mehr so im übertragenen Sinne gemeint? Unsicher. Wie dem auch sei. Sie hätten sich dem Heer gegen die Dämonen sofort angeschlossen. Denkst du, die Drachen? Weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Drachen auch so sind. So, nö, solche Belange. So, zur Haupthalle. Okay, wir können jetzt hier tatsächlich... schaut mal, das hier ist bestimmt so ein Geist, oder? Fragezeichen, Fragezeichen, ins Gästezimmer. Und zum Erzlabor. Eigentlich, also unser einziger Auftrag, den wir so richtig gekriegt haben, wäre ja schlafen zu gehen. Ich weiß nicht, ob sie das machen würde, wenn ich es versuche. Weil sie meinte ja schon, dass sie müde ist, aber ich hätte halt gern meinen Zauberstab noch wieder. Und ich würde mich gern umsehen. Ich guck mal, was sie sagt. Erst muss ich diesen Garten finden. Achso, okay. Den Garten, natürlich. Den suchen wir schnell noch. So, Erzlabor. Ja, dann gehen wir doch mal als erstes an die Orte, wo wir noch nicht waren, oder? Fragezeichen. Was habt ihr zu bieten? Oh, wow. Okay, einiges habt ihr zu bieten. Nicht schlecht. Monument. Ist das ein Wassergeist eventuell? Dieser Fisch? Hey, hey! Dieser Fisch, das könnte ein Wassergeist sein vielleicht, oder? Wenn hier alle Elemente versammelt sind. Oh, ich hoffe, es gibt so einen Feuerraum oder so. Das fände ich ja cool. Ich habe so ein bisschen geguckt, ne, und habe im Discord auch schon geschrieben. Ich glaube, wenn ich, also, ne, wenn ich eins von den sechs Sachen lernen muss jetzt zum Spezialisieren in der Magie, ich glaube, ich würde Feuer nehmen. Ich spüre ein Schlagen. Wie einen Herzschlag. Ja, dann ist das bestimmt einfach ein Wassergeist. Der ganze See? Oder vielleicht auch nur ein bisschen. Ich bin unsicher. Ornament? Es ist nur ein Teil des Siegels. Etwas fehlt noch. Ah, okay. Wir brauchen also was zum Einsetzen. Und hier? Ich kann dahinter den Umriss einer großen Statue erkennen. Müssen wir irgendwas hier durch das Buntglasfenster werfen? So rabiat, wie die Sadia manchmal ist, würde ich es ihr zutrauen. Okay, dann gehen wir mal erstmal wieder zurück. Und gucken mal weiter. Was ist hier oben? Ah, Eis, ne? Ja, das könnte Eisstatue. Mhm, weil da waren so Kristalle zu sehen. Zur Lesestube, zur Haupthalle. Also hier meine ich, Moment. Das hier. Das sieht so eisig aus. In die Bibliothek. So, mal gucken. Zur Lesestube. Hier ist jemand. Ich gucke mir erstmal die Statue an. Die ist echt hübsch, die Statue. Sie ist eiskalt. Ja gut, das war ja klar bei einer Eisstatue. So, sonst ist hier nichts. Aber guck mal hier vorne. Ich habe doch da gerade Bücher schweben sehen. Bücherregal. Können wir ein bisschen recherchieren. Warum ist es hier so kalt?
Die Bibliothek von Draconia steht unter der Aufsicht der Eisfakultät. Schrift ist wie gefrorenes Eis. Sie hält einen Moment in der Zeit fest. In diesem Falle bis in alle Ewigkeit. Ich glaube, das ist sogar gut für Bücher, oder? Also gibt's nicht auch, wenn man so wertvolle Bücher hat, ne, in Museen und so, dann sind die auch immer in so Glaskästen, wo die Temperatur kontrolliert wird. Weiß ich aber nicht, ob Kälte unbedingt immer besser ist oder ob es irgendwann auch das Buch beschädigt. Aber ich nehme an, die geben hier ihr Bestes. So, oh, was ist denn hier oben? Ah, sind das vielleicht Runen für die einzelnen Elemente eventuell? Was sind das für Runen? Hm? Ach, das... Das sind die Symbole der 6 Elemente. Diese Rune steht für Feuer. Dachte ich mir noch. Okay, das hier ist Feuer. Oh Gott, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich sollte ich mir das mitschreiben, ne? Boah, ich habe auf meinem Blatt hier überhaupt gar keinen Platz mehr, aber ich probiere mal. So, also wir haben so ein Dreieck. Das ist Feuer. Was ist das nächste? Das ist das Symbol für Luft. Ganz eindeutig. Okay, Luft. Dann haben wir hier... Das ist das Symbol für Eis. Okay, ich hätte irgendwie gedacht, das hier wäre Eis, aber egal. So, Moment, ich muss es kurz abmalen. Das ist Eis. Dann das nächste... Oh Gott, das ist viel zu kompliziert zu malen. Das hat zu viele einzelne Striche. Dieses Symbol steht für Wasser. Wasser, okay. Das hier... Das müsste das Symbol für Erz sein. Erz und dann ist das letzte Humus wahrscheinlich. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das das Symbol für Humus. Humus. Okay, ich habe mitgeschrieben, welches Rätsel auch immer bald kommt. Ich bin vorbereitet. So, und was hast du sonst noch so zu sagen? Der Eis-Djinn in diesen Hallen hat mir den Weg zu einer alten Schrift gewiesen. Es ist eine der wenigen, in der Garten des Vergessens überhaupt auch nur erwähnt wird. Und? Es ist ein Reisebericht von einem Magier namens Halef Ben Yalif. Er war Diener eines Magier-Moguls und wurde losgeschickt, den Garten zu finden. Welcher Magier-Mogul? Der letzte der Mogule, Malakar. Leider fand er den Garten nie. Und aus Angst vor der Strafe seines Herrn begann er sich vor dessen Lakaien zu verstecken. Er fürchtete, wenn man ihn fand, würde man ihn, ich zitiere, erst die Maske antun und mich dann in ein lebloses Artefakt verwandeln. Was für ein Artefakt? Wer weiß, vielleicht ein Ring oder ein Armreif. Oder ein Stab. Diese alten Mogule wussten, wie man einem das Leben vermisst. Wie war sein Name nochmal? Er hieß Halef Ben Yalif. Ich frage mich, ob sie ihn jemals erwischt haben. Wahrscheinlich schon. Sadia hat denselben Verdacht gehabt wie ich direkt. Der Stab ist Halef, ne? Er wurde gefunden, er war auf der Suche nach dem Garten, aber er hat ihn nie gefunden. Und dann haben sie seine Erinnerungen gelöscht, deswegen erinnert er sich auch an so wenig. Das liegt gar nicht daran, dass er 10.000 Jahre in dieser Kammer rumgehangen hat, sondern weil sie ihm die Maske angetan haben. Und dann, ja, wurde er in einen Stab verwandelt und am Ende im Grab von dem Magier-Mogul aufgehangen. Ich dachte ja noch, er wäre selber der Magier-Mogul, ne? Das passt ja auch zu so mächtigen Mogulen, also... Ne, so mächtige Leute wollen ja öfter mal unsterblich werden, ne, dass sie sich dann irgendwie in so einen Stab verwandeln. Wer weiß, wer weiß. So, kannst du mir mehr über ihn erzählen? Was wisst ihr noch über Ben Yalif? Nicht viel. Man hatte ihm die Maske gegeben und ihn losgeschickt, den Garten zu suchen. Mehr steht hier nicht. Aber wenn er nicht wollte, dass man ihm die Maske antut und er hatte die Maske... Hätte er die dann nicht einfach verstecken können? Zerstören? Loswerden? Irgendwie sowas? Und dann hätten sie das nicht machen können? Also Halef, ich will ja jetzt nicht, ne, an deiner Intelligenz zweifeln, aber wäre das nicht smart gewesen? Was wisst ihr noch über Ben Yalif? Nicht viel. Man hatte ihm die Maske gegeben. Okay, ja, das hatten wir ja schon. Garten des Vergessens. Genau, was hatte er denn rausgefunden? Was steht in dem Bericht über den Garten?
Es heißt, im Garten läge eine Art Zauberwort vergraben, das die wahre Macht von Malakas Maske weckt und das einem drei geheime Kammern den Weg dorthin weisen. Der Rest ist unzusammenhängendes Gewäsch. Seid ihr da sicher? Ja. Die Suche nach dem Garten muss Yalif zu Kopf gestiegen sein. Er brabbelt davon, dass der Ort von einem uralten Wesen erschaffen worden sei, einem Diener der Zeit. Und dass Satinav, der Herr der Zeit, den Garten von unseren Sphären getrennt hätte, auf das nichts, was im Garten geschehe, Folgen für unsere Wirklichkeit habe. Dann steht hier noch etwas von Lügen, die Wahrheit werden, und einem Loch im Buch der Zeit. Eindeutig die Erfindungen eines Schwachsinnigen. Okay. Satinav, okay, jetzt connectet's ein bisschen, ne, zu dem ersten Teil. Satinav hat den Garten abgetrennt, aber dann kann ja, jetzt überlege ich so ein bisschen, ne? Weil ich hatte ja spekuliert, ob das vielleicht darauf hinausläuft, dass Satya dann in dem Garten irgendwas machen muss, irgendwas Heroisches, ne? Und dafür quasi opfert, dass man sich an sie erinnern wird, weil sie dann aus der Zeit gelöscht wird. Aber wenn nichts, was man in dem Garten macht, Konsequenzen für die Wirklichkeit hat, dann kann sie da ja auch nichts Heroisches machen eigentlich. Weil, ne, alles, was sie da tun würde, hätte ja keine Konsequenzen. Ich schätze, das Einzige, was man mitnehmen kann aus dem Garten, ist halt das Wissen. Das Wissen über die Zauberformel. Dann muss man wieder in die Wirklichkeit und dann kann man mit der wahren Macht der Maske halt irgendwas machen. Was ist denn die wahre Macht der Maske? Es heißt, im Garten sei ein Zauberspruch vergraben, der die wahre Macht der Maske weckt. Was ist ihre wahre Macht? Hier steht, die Maske stellt ihren Träger vor eine Wahl. Entweder entscheidet er sich für süßes Vergessen, oder sie macht Dinge, die einst geschehen sind, wieder ungeschehen. Das klingt sehr mächtig. Oh ja, das tut es. Es gibt nicht wenige, die für so eine Macht morden würden. Ah, man kann also die Geschichte ändern, man kann irgendwas ungeschehen machen. Und der Prinz möchte natürlich ungeschehen machen, dass, sein Vater, schätze ich, vom Thron gestoßen wird, ne, auf das Reich, auf das er halt das Reich kriegt, vermute ich mal. Aber was könnte Sadia ungeschehen machen wollen? Wahrscheinlich irgendwas richtig, richtig Schlimmes, was noch passiert. So, die drei Kammern, genau, das sind bestimmt Rätsel, die wir noch lösen müssen. Drei Kammern weisen den Weg? Ja, deren Zugänge befinden sich irgendwo in Draconia. Haltet Ausschau nach diesem Symbol. Ihr könnt ein Auge die Seite haben, wenn ihr wollt. Einfach. Danke. Ich mal's mir mal auf, aber es sieht einfach aus wie ein Auge. Oder um ein Minus. Die Kammern zu öffnen, müsst ihr jedoch die Maske bei euch tragen. Bevor ihr nicht die Maske habt, nützt es auch nichts, nach den Kammern zu suchen. Stiftet ihr mich gerade zum Diebstahl an? Mädchen, ich bin nur hier, um Wissen weiterzugeben. Was ihr daraus macht, ist ganz allein eure Sache. Na, das ist aber praktisch, dass du dann da auf einmal saubere Hände hast. Ich verstehe. Okay, wir müssen uns also auch die Maske wiederholen. Ja, es erklärt natürlich auch, warum dieser Diener die Maske bei sich hatte, wenn man ohne die gar nicht finden kann. Muss dann aber ein vertrauenswürdiger Diener gewesen sein. Also, ne, ich würde nicht einfach irgendeinem Untergebenen die mächtige Maske geben und sagen, ja, finde mal bitte die Macht, alles ungeschehen zu machen. So, Diener der Zeit, das fragen wir auch noch. Der Garten wurde von einem Diener der Zeit erschaffen? Richtig. Wer auch immer damit gemeint ist. Es heißt, er schläft in den drei Kammern und wartet auf einen Magier, der ihn weckt. Muss es ein Magier sein? Ja. Erst die Anwesenheit von Magie wird seinen Schlaf stören. Ah, okay. Das ist jetzt quasi die Motivation für Sadia, dass sie auch den Stab wieder haben will. Also ich hätte den ja eh gerne wieder gehabt, ne? Aber jetzt muss sie ihn auch wieder haben, sonst kann sie ja die Kammern dann, also sonst kann sie ihn ja dann nicht wecken. Sie hat ja keine Magie. Wer ist Satinav? Satinav ist der Wächter der Zeit.
Er wacht über das Buch der Zeit und passt auf, dass niemand den Lauf der Dinge, der darin beschrieben steht, stört oder verändert. Hat ihn jemals jemand gesehen? Nein, er ist nur eine Legende. Okay, das erklärt aber, warum er den Garten mit der Zauberformel abgetrennt hat, ne? Weil das ist ja für ihn, also, ne, wenn er aufpasst, dass alles so geschieht, wie es geschehen muss, dann ist das ja für ihn mega bedrohlich, die Macht da im Buch der Zeit rumzuspielen. Das soll mir vorerst reichen. So, ja, wir haben Infos gekriegt. Dann... Wisst ihr, ich finde es merkwürdig, dass ihr von alledem noch nie etwas gehört habt. Ich spreche von eurer Tätowierung. Ihr seid selbst eine Nachfahrin Malakars, richtig? Haben euch eure Vorväter nichts gelehrt? Nein, ich höre zum ersten Mal davon. Und dieser Prinz über dem Observatorium, er ist euer Bruder, nicht wahr? Ich frage mich nur, was euch antreibt. In euren Augen glüht eine unheimliche Entschlossenheit. Entweder werdet ihr das Unmögliche erreichen oder im tiefsten Wahnsinn zugrunde gehen. Ich lasse mich nicht aufhalten. Ich wollte euch nur gewarnt haben. Passt bitte auf euch auf. Das ist aber gut, dass er diese Erkenntnis nicht geteilt hat, als sie überlegt haben, Sadia in die Armee aufzunehmen, ne? Weil wenn jetzt rauskommt, sie war die Schwester vom Prinzen, dann vertrauen sie ihr ja niemals, wenn sie den Prinzen für böse halten. Apropos, er ist also unser Bruder, verstehe. Meint ihr, wir können nochmal mit ihm reden? Nach draußen? Zum Erzlabor? Ist hier dieses, wo die Fenster sind? Ja, hier ist dieses, wo die Fenster ist. Nur die Ruhe. Ich darf inzwischen mein Zimmer verlassen. Mhm. Und ich kann mich sogar mit ihm unterhalten, über dieses Labor zum Beispiel. Was ist das für ein Raum? Eine Werkstatt. Und was macht ihr hier? Als Erzmagier untersuche ich Gestein und Kristalle. Und gefährliche Artefakte. Das auch. Okay, ja, ich hätte gerne meine Sachen wieder. Was untersuchst du denn gerade? Woran forscht ihr gerade? An einer Elementarsphäre. Stört mich nicht. Ich habe ein gutes Gefühl gerade. Die Arbeit geht leicht von der Hand. Okay, aber jetzt wegen meiner Sachen, ne? Was wisst ihr über diese Maske hier? Ich mag sie nicht. Sie vermittelt mir kein gutes Gefühl. Okay, Maske erforschen. Untersucht die Maske. Später. Wann später? Bitte, bohrt nicht ständig mit euren anstrengenden Fragen. Ich habe gerade ein sehr gutes Gefühl mit dieser Sphäre hier. Ich muss das nutzen. Okay, bei diesem guten Gefühl, das gibt mir direkt... Okay, wir müssen den Visionszauber verwenden. Wir müssen ihm irgendwie ein gutes Gefühl über die Maske geben. Warum auch immer. Eigentlich wollen wir ja gar nicht, dass er sie untersucht. Wir wollen ja die Maske haben. Aber wie dem auch sei, der Stab, kann ich Habt ihr euch den Stab auf dem Tisch näher angesehen? Kurz. Und? Er ist beseelt. Längere Studien werden zeigen, mit was. Aha. Das wissen wir ja schon. Gutes Gefühl? Ihr erforscht nur Dinge, die euch ein gutes Gefühl geben? Mit dieser Sphäre verbinde ich Wärme und Licht. Mit der Maske verbinde ich nur kaltes Fleisch und Tod. Beantwortet das eure Frage? Ja, okay. Dann erstmal Ende. So, der Stab. Kann ich den denn benutzen? Ich weiß jetzt, wer du bist. Dein Name ist Halef Ben Yalif. Du warst Malakars Diener. Er hatte dich losgeschickt, den Garten des Vergessens zu suchen. Aber du hast es nur bis Draconia geschafft. Zur Strafe setzte man dir die Maske auf, raubte deine Erinnerung und machte dich zu dem, was du jetzt bist. Ja. Was sagt er? Das steht hier nicht. Der Luftmagier konnte nur aufschreiben, was sein Luftgeist beobachtete. Nicht, was in Sadias Kopf geschah. Mist. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet und jetzt das. Du bist also selbst ein Opfer der Maske. Ich schätze, ich kann dir verzeihen. Verdammt! Okay, ja, ich hätte auch gerne gewusst, was er sagt. Das ist natürlich, das ist ein mieser Trick, finde ich. Jetzt musste sich keiner ausdenken, was er sagt. Okay.
Entsteinern, Visionen schicken. Ja, okay, pass auf, wir schicken mal eine Vision und zwar dem Erzadept. Dafür brauche ich erst einen persönlichen Gegenstand von ihm. Ach ja, stimmt. Aber Moment, er hat ja hier den Kelch runtergeschmissen. Kann ich den nehmen? Sadia? Nimm mal den Kelch. So, jetzt habe ich einen persönlichen, ja, Kelch des Erzadepten. So, jetzt nochmal. Stab. Hand drauf. Und wir schicken ihm eine Vision. Und zwar die Maske mit Wärme und... Ah, Licht geht nicht. Vielleicht die Kristalle? Anscheinend nicht. Schleifstein, Tafel, Erze. Okay, Moment, dann gucken wir uns erstmal hier die Sachen nochmal genauer an, die wir haben. Die Steintafel ist kaputt. Erinnert mich nicht daran. Ich bin gestolpert und nun ist sie ruiniert. Wenn ich nur daran denke, vergeht mir sofort die Lust am Leben. Was sind das für Steine? Spart euch eure Arroganz. Das sind Erze. Für mich sehr kostbar und wichtig. Ah, okay. Also das eine, das erinnert ihn an Schmerz und Verlust und das findet er gut. Schleifstein? Was hat es hiermit auf sich? Das ist ein Schleifstein. Nichts besonders Schönes, nichts besonders Schlechtes. Er ist einfach nur Mittel zum Zweck. Und hier die Kristalle? Na, die Kristalle... Ach, die kann ich gar nicht angucken. Okay. Magischer Apparat... Maske, ja, die kann ich bestimmt nicht einfach wegnehmen, ne? Haltet Abstand. Dieses Artefakt mag gefährlich sein. Okay, das, was immer das ist? Das würdet ihr nicht verstehen, selbst wenn ich es euch erklären wollte. Okay. Magischer Apparat, Tetsche Schert. Okay, wir probieren's nochmal. Stab, hilf mir nochmal. So, also, eine Vision. Wahrscheinlich müssen wir beides machen. Wahrscheinlich müssen wir einmal das hier schlecht machen. Ne? Und das hier gut. Also Maske verbinden wir jetzt mit den Erzen, die sehr toll sind. Und halt mit Wärme, würde ich sagen. Mit dem Herd, ne? Das finde ich gut. Das passt. Dann hat er ein gutes Gefühl wegen der Maske. Die Maske wirkt nicht mehr ganz so abweisend. Aber sie gibt mir trotzdem noch schlechte Schwingungen. Ach Mist. Verbindet er den Herd nicht mit was Gutem? Ich dachte so Wärme, ne? Vorsicht. Er ist heiß. Teetisch? Ist das dein Tee? Ja, er hält mich warm. Ich verbinde viele gute Dinge mit diesem Aroma. Okay, der Tee ist das Richtige. Und der Besen, magst du den vielleicht nicht? Du machst wohl häufig sauber. Ja, und ich hasse es. Ich hasse diesen Besen. Okay, gut. Dann ist ja jetzt alles ne, schön ausgelegt, wie wir es machen müssen. Also, Achtung, Achtung. Wir machen eine Vision für dich. So, und zwar die Maske sind verbunden mit dem Tee, den du sehr liebst, und mit den Erzen, die du auch sehr liebst. Ich habe inzwischen Lust auf die Maske bekommen. Aber erst mache ich die Sphäre fertig. Genau. So, und jetzt machen wir noch eine Version für die Sphäre. Das bringt mich nicht weiter. Achso, Entschuldigung. Für den Erzadept. So, Sphäre verbindest du jetzt mit dem Besen, den du so schlecht findest, und der Tafel, die dich so unglücklich macht. Ah, wie abstoßend. Wie kann etwas so Schönes nur so negative Gefühle wachrufen? Zeit, mich etwas Schönerem zu widmen. Die Frage ist, was bringt uns das? Das ist es also. Gibt es etwas Neues? Die Maske ist ein Speicher. Sie speichert Erinnerungen. Ja, indem sie einem die eigenen aussaugt. Ja, das auch. Aber das ist banal. Viel faszinierender ist, dass sie alles speichert, was um sie herum geschieht. Es ist, als würde sie die Welt im Stillen beobachten. Und sich alles merken, wenn es uns gelingen würde, ihre Wirkung umzukehren, könnten wir auf ein gigantisches Archiv
vergangener Zeiten zurückgreifen. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Wie würde man das denn machen? Wie lässt sich die Magie der Maske umkehren? So etwas braucht Zeit. Ich würde versuchen, eine Abart eines Reversales in einen Edelstein einzuweben und diesen dann an der Maske befestigen. Wenn anschließend der Spruch im Inneren der Maske rezitiert wird, sollte sie ihre gegenteilige Wirkung entfalten. Statt den Träger leer zu saugen, würde sie beginnen, ihm einst gespeicherte Erinnerungen zu übertragen. So könnten wir doch dem Stab seine Erinnerung zurückgeben, ne? Und eine Menge lernen. Aber so könnten wir auch dem Stab seine Erinnerung zurückgeben. Ach, in zum Beispiel einem Edelstein, natürlich. Macht er das jetzt eventuell mit Sadias Rubin, ne? Und deswegen ist in der Gegenwart es dann so, dass der Edelstein und die Maske verbunden sind. Nicht, weil Sadia zufällig gerade den richtigen Rubin dabei hatte, sondern weil jetzt in Sadias Rubin das eingespeichert wird, was, ne, die Fähigkeit der Maske umkehrt. Ah, deswegen sucht der Dämon in der Gegenwart auch den Rubin, weil, ne, den braucht er für die Erinnerungen, I guess. So, ja, kehrt die Maskenmagie um. Los. Ich will, dass ihr die Wirkung der Maske umkehrt. Das braucht Zeit. Außerdem fehlt mir dazu ein passender Edelstein. Kein Problem. Pass auf. Weil du es bist, gebe ich dir meinen Rubin. Bitteschön. Nehmt diesen Rubin hier, webt den Umkehrspruch hinein und kehrt die Wirkung der Maske um. Ich sagte doch, so schnell geht das nicht. Ich muss die Beschaffenheit des Steins erst prüfen. Gegebenenfalls nachschleifen. Dafür haben wir keine Zeit. Ich will wissen, was die Maske weiß. Forscher unter Druck setzen oder freundlich bitten? Ich habe das Gefühl, Sadias Stärken sind eher so das Erste. Aber ich werde erstmal freundlich bitten. Bitte. Ihr müsst es tun. Das werde ich, aber nicht jetzt. Eine so überalte Aktion wäre viel zu riskant. Okay, na gut. Sadias Weg. Let's go. Tut, was ich euch sage. Ein solcher Eingriff ist gefährlich. Ich brauche alles, was ich kriegen kann, um in der Gurt zu überleben. Es geht hier um mein Leben. Also macht. Ihr werdet gleich nun entweder sehr dumm oder sehr schlau sein. Fdan fasgadan es plaste quatan. Humorillo gras ferel goran. Il bemutir gerul felan, und hier quatan feluntir sodan. Hey, könnt ihr mich hören? Ich hatte eine Vision. Eine fremde Erinnerung? Es hat also doch funktioniert. Also doch? Ihr habt großes Glück, dass ihr noch sprechen könnt. Welches Wissen habt ihr noch? Habt ihr neue Fähigkeiten gelernt? Wenn ja, zeigt es mir. Hab ich neue Fähigkeiten gelernt? Oh mein Gott, okay. Moment, Moment, Moment. Was kann ich jetzt? Aktivieren, deaktivieren. Ah, Sadia kriegt jetzt die Fähigkeiten, die der Stab vorher hatte. Aber die kann sie jetzt. Dann brauchen wir den Stab doch nicht. Aber ich wollte den Stab mitnehmen, er war so nett. Okay, kann ich den Schleifstein hier aktivieren? Nee, was kann ich aktivieren? Ah, diesen Apparat. Ihr könnt zaubern? Ich erinnere mich nur an diesen einen Zauber. Nein, wartet. Da ist noch mehr. Je häufiger ihr auf Erinnerungen in der Maske zurückgreift, desto mehr Erinnerungen werden euch zugänglich sein. Nehmt die Maske ab. Erinnert ihr euch noch immer? Nein. Die Zauber sind weg. Wie ich es mir dachte. Die Wirkung ist nur aktiv, solange ihr die Maske tragt. Setzt sie wieder auf und wirkt den zweiten Zauber. Okay, ja, jetzt haben wir den Visionszauber. Ist wahrscheinlich egal, was für eine Vision wir ihm jetzt schicken, ne? Ich nehme einfach mal irgendwie hier Kristalle, Stab... Keine Ahnung, Herd. Hört auf, mit meinen Gedanken zu spielen. Lasst mich nun nur noch eines versuchen. Nehmt den Rubin ab und setzt sie wieder auf.
Und jetzt wird sich rausstellen, ohne Rubin ist die Maske nutzlos, wahrscheinlich. Könnt ihr noch immer zaubern? Ja. Ich erinnere mich an mehr und mehr. Ha! Ich bin brillant! Wenn der Rubin einmal eine Verbindung zwischen Träger und Maske hergestellt hat, bleibt sie auch ohne Stein bestehen. Das reicht nun. Gebt mir die Maske und ihr könnt gehen. Und jetzt kriegen wir den Versteinern-Zauber. Na Mensch, jetzt wo ich die Maske gerne behalten würde. Was genau soll ich jetzt tun? Spiel, der arme Mann. Ganz ehrlich, der ist da nur. Der macht nur seinen Job. Ich war schon überrascht, dass er sich von Sadia hat unter Druck setzen lassen. Weil ich mir dachte so, hä, wie, es geht um ihr Leben. Sie ist ihm doch egal. Aber jetzt ist natürlich klar, warum. Er war so, ja, okay, ne, sie ist mir ja egal. Ich kann es einfach mal ausprobieren. Und wenn sie dann halt dumm wird, dann ist dem halt so, ne? So, es tut mir wirklich leid, Erzadept. Aber ich glaube, das Spiel lässt hier nur eins zu. Was zum... Das ist nicht Versteinern. Er ist einfach ein Kristall geworden. Er wurde zu einem kleinen Kristall gepresst. Ich schätze, der Zauber nimmt es nicht so genau, in welche Gesteinsart er jemanden verwandelt. Das ist viel zu mächtig. Kann ich jetzt den Stab mitnehmen eigentlich? Ja, das ist wahr. Lacht nicht zusammen. Befrei ihn doch. Hä? Kann ich den Forscher mitnehmen? Kann ich ihn wieder entsteinern, bitte? Er wurde zu einem kleinen Kristall gepresst. Ich schätze, der Zauber nimmt es... Moment, kann ich... Benutze nochmal die Maske, bitte. Sadia, setz sie mal auf. Sie entzieht Menschen ihre Erinnerung. Das macht mir ab. Ich werde sie erst wieder aufsetzen, wenn ich diese drei Kammern gefunden habe. Wie, das macht dir Angst? Gerade hast du damit einfach... Und den Stab können wir auch nicht mitnehmen? Hä? Warum nicht? Ich bin... Ja, okay. Anscheinend Stab. Gerade haben wir zwar noch zusammen gelacht und Spaß gehabt und, I guess Forscher versteinert. Aber jetzt lasse ich dich einfach hier liegen. Ich gehe mal raus. Wir fliegen mal weg. Konnten wir denn noch hier auf dem Dach, wollte ich noch hin. Weil wir da so wenig machen konnten, als wir noch, als sie die ganze Zeit den Xerxes gerufen hat. Aber wir können doch nicht einfach... Okay. Ich bin sehr schockiert, aber die Folge ist sowieso lang genug. Insofern würde ich sagen, belassen wir es einfach dabei. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Das Schwarze Auge Memoria. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!